Leute. Heute sind wir in der ehemaligen Pionierrepublik Wilhelm Peak unterwegs und wir wollen euch mal so ein bisschen zeigen, wie das hier so nach über 30 Jahren so aussieht. Vielleicht kennt jemand noch die von früher, die Anlage. Der eine oder andere durfte ja damals hierher zu DDR-Zeiten. Ja, hier befinden wir uns vorne am Eingang zur ehemaligen Pionierrepublik. Hier wird mittlerweile irgendwie als Bau- und Schuttlager genutzt. Das Gebäude selber ist leer. Die alte Schule im ehemaligen Pionierlager. Da hat die Dani. Da ist die alte Tonhalle, die ist aber noch im Betrieb. Sieht trotzdem so leer aus. So wenig das von Benutzung ist generell. Na, im Moment ist ja auch keine Saison in dem Sinne. Ja, ich meine, trotzdem von den Gebäuden her.
Ja, hier kommt man sich ja wirklich teilweise vor wie in der DDR noch. Die Beleuchtung auf jeden Fall ist von damals noch.